Hast du dir verdient. So, der Villager hat noch eins eingesendet. Hatte ich das eben übersprungen oder hatte ich schon eins vom Villager gespielt? Egal. Dann nehmen wir mal das nächste von dem guten Villager. Aber Gaudi, man, deine Level sind echt schön. Also das sind Level, die wirklich designtechnisch mich sehr ansprechen, muss ich sagen. So, Mario Slam Basketball. Do not skip any coins. Verpasse keine einzelne Münze. Oha. Oha. Ist das so ein Sammel 100 Münzenlevel oder sowas? 158 Münzen. Ach du Scheiße. Ich habe mal eine Frage an euch, Mario Maker Levelbauer. Kann man auch sowas einbauen wie töte keinen Gegner oder sammel keine Münze ein in Mario Maker Level? Geht das? Da hätte ich nämlich Bock, ein Level zu bauen, wo man keine Gegner töten darf. Das ist wieder so ein typisches Villager-Level hier. Ah, schade, dass das nicht geht. Da hätte ich echt Bock drauf. So ein so keine Münze einzubauen, einzusammeln, Level. Okay, was muss ich hier machen? Okay, ich habe ein Trampolin. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss, aber ich bin auch zu uneinsichtig, um es zu tun. Geht das so? Nee, das macht ja keinen Sinn, okay. Das war jetzt womöglich dumm. Nicht nur womöglich. Komm her. Aber ich komme doch nicht dahin. Ich muss das da reinwerfen auf den Musikblock. Das weiß ich. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob man das so machen soll, aber ich mache es einfach so. Ach, scheiße, ich soll ja keine Münze verpassen. Ich habe jetzt noch keine Münze eingesammelt. Ist das so richtig? Habe ich schon Münzen verpasst? Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Münzen geguckt, sondern mehr auf das andere. Benalten oder Benulten, ich weiß nicht, nenne ich mal Benulten TV. Vielen lieben Dank, willkommen im Katzenkorb. Alles Gute und so, ich muss mich gerade mal ein bisschen beeilen, weil ich sonst sterbe. Aber vielen lieben Dank für den Follow. Das soll jetzt nicht hier irgendwie falsch rüberkommen oder so, aber ich habe Angst um mein Leben. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis. Oh Gott. Nein! Oh Gott, war das knapp. Benulten TV, die armen Nachbarn. Oh, ich hasse das. Ich hasse dich dafür, Villager. Onset. Nein! Okay, hier wird die ja wohl nicht hochkommen, oder? Gott, das kommt hier wirklich hoch. Okay. Die geht doch aber wieder runter, oder? Okay, die geht nicht runter. Das heißt, ich bin Game Over wahrscheinlich. Oder man kann noch mal zurückgehen. Okay, ich hatte es im Prinzip geschafft. Ich hätte nur schneller sein müssen. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Das ja, benutzen. Nein, damit spiele ich gleich. Also, keine Sorge. Wie geht's dir denn? Erzähl mal, was hast du so Schönes am Wochenende gemacht? Ach, Mario. Brauchst keinen Helm. Ach, ich bin dumm. Wieso kriege ich das denn jetzt nicht hin? Ich habe es doch eben sofort geschafft. Geht doch. Ah, ärgerlich. Eigentlich nicht viel. Okay, dann beneide ich dich. Ich hätte auch mal gerne wieder so Wochenende, wo ich gar nichts mache.
an dem Level gebaut, okay. Was ist eigentlich eure Meinung von dem neuen Baustil, den man jetzt hat? Spielst du nur Level von denen, die da sind? Ja, so ungefähr, genau. Also wenn ich noch Level hätte von Leuten, die nicht da sind. Und, also anders gesagt, ich bevorzuge Level von Leuten, die da sind. So ist es vielleicht einfacher erklärt. Das heißt, wenn du keine Zeit mehr hast, dann ist es so, dass du mir die jetzt trotzdem einschicken kannst und ich kann es auch irgendwann später dann spielen. Also, ich bin zu blöd. Aber ich habe mich auch gerade aufs Reden konzentriert. Ach ja. So, ach ja, genau, der nächste Raum war eklig. Ich erinnere mich. Ja, also, es ist jetzt nicht so, dass ich hier 100 Level hätte oder so. Dass, also, es ist relativ wahrscheinlich, dass ein Level gleich irgendwann kommt. Okay, das mit dem Helm aufsetzen ist vielleicht... Wo habe ich denn eben das Trampolin herbekommen? Ich habe das doch da hochgeworfen, oder nicht? Ah, da ist es. So. Dann bin ich doch da nur dran gesprungen, glaube ich. Oh, ich weiß, Villager, du kannst ja nichts für, aber dieses Geräusch von diesem Shell, der da immer gegen das Ding geht, der macht mich wahnsinnig. Ich glaube, ich habe verkackt. Ich glaube, ich kann das Ding nicht mehr berühren. Oh. Kann ich irgendwie noch ein anderes kriegen? Okay, man muss nur meckern. So, muss wieder nach links. Genau, habe ich gerade auch gemacht. So, komm doch mal her, kleines Ding. Ich glaube, ich mache diesen Helm gleich ab. Irgendwie behindert er mich mehr. Trampo auf die Wippe. Geht das besser? Ich starte mal neu, ich habe nur noch wenig Zeit. Aber ich glaube, ich muss gleich mal für mich den Ton zumindest ausmachen. Dieses Geräusch, das macht mich wirklich wahnsinnig. Dieses andauernde... Oh, ich weiß, da kannst du nichts für, aber das macht mich wahnsinnig. Ach, ich will keinen Helm haben. Die ersten beiden sind easy. Du hast es gesagt, auf die Treppe das Trampolin. Hä, wieso treffe ich das denn nicht darunter? Ach, jetzt sehe ich, wo ich hintreffen muss. Ach, Mario. Okay, das war etwas zu weit. So, und da ist es. Trampolin auf die Wippe, sagst du. Das funktioniert. Schien mir das doch eben irgendwie besser. Wobei. Ach, ich weiß, dass die Wippe wahrscheinlich oben sein muss, aber... Ich glaube, ich mache das, wie ich das eben gemacht habe. Das scheint mir mehr von Erfolg gekrönt zu sein. Selbstverständlich mit Anlauf, okay. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich. Ich cheate lieber so. Sucra, ich grüße dich. Hi, Jerome. Wie geht es dir?
Aber du hattest ein schönes Wochenende. Ah, das hier bleibt immer hängen. Gott. Das ist echt fies. Aber gut, jetzt weiß ich ja, wo ich überall hin muss und dass sie, ich sag mal, Lava, auch wenn es Limo ist. Wobei, so schlimm kann Limo doch gar nicht schmecken, dass die so tödlich ist wie die hier. Ah, fuck, das war dumm. Das war auch dumm. Oh, das wird verdammt knapp. Nein! Ah, oh, das ist auch echt nicht so. Ja, es ist noch human, ich merke es ja nicht, aber es ist schon durchaus anspruchsvoll, würde ich sagen. Es ist nicht unmöglich. Ach, jetzt habe ich wieder diesen dämlichen Helm. Nee, lass mal, ich hatte heute schon ein paar fiese Level. Dir hätte eine Münze gefehlt, okay? Dann ist es gut, dass ich gestorben bin. Dann hätte ich mich nur aufgeregt. So, okay. Das machen wir wieder auf die Berry-Methode. Villager baut das Level jetzt bestimmt um, weil man das auch anders machen kann. Ich kenne dich, Villager. Oder ernsthaft. Ich nenne dich immer noch Villager. Ich hoffe, dir ist das egal. Ah, fuck. Jetzt kann ich es nicht mehr. Warte mal. Jetzt muss ich nochmal zurück. Ey, mein Trampolin! So. Okay, das muss hier weiter nach links. Vielleicht ist Villagers Idee doch besser. Mit dem Trampolin, mit dem Anlauf. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr treffen. Wir können doch aber auch mal richtig bescheißen eigentlich, oder? Geht das? Dann kriege ich jetzt noch ein Trampolin. Da nicht dran. Ich komm da nicht dran. Okay, das ist womöglich mein Tod. Ne, wir kriegen kein zweites Trampolin, schade. Jetzt haben wir's. Ach, die Münze fehlt mir, oder? Oder kann ich da dran? Nee. Ach, jetzt weiß ich, was mein Problem ist. The Old Man, ich grüß dich. Und die Münze habe ich mir auch nicht geholt. Das war doch dumm. Ich glaube, wenn ich das so mache, wie ich das mit meiner Methode mache, fehlt mir immer eine Münze. Kann das sein? Onset, dass ich es dann nicht schaffen kann? Konzentration. Ich glaube, ich kann es nicht schaffen. Oh Gott.
Nein! Och, ey, das ist doch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das schneller machen soll. Mache ich irgendwas falsch grundsätzlich? Ach. Irgendwas mache ich doch falsch. Ich weiß nur nicht, wie ich da schneller durchkommen soll. The Old Man, ich grüße dich. Willkommen im Katzenkorb. Genieß die Show. Mach's dir bequem. Ich hoffe, du hast Spaß. Ah, Mist. So, okay, wie mache ich das am besten? Komm mal her, kleines Trampolin. Also wenn ihr irgendwie einen Tipp habt, wie ich an der einen Stelle da Zeit sparen kann, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Ich wüsste halt echt nicht, wie. Jetzt fehlen mir da 2 Münzen. Ist das gewollt? Klar, wenn ich da geduckt durchgehe, bin ich noch ein bisschen schneller, aber... Hier verliere ich... Oh Gott. Ja, im Prinzip bin ich schon wieder tot. Außer ich komme hier schnell durch, aber... Nee. Das wird nicht reichen. Ja, schon wieder hängen geblieben. Okay, das war diesmal schneller als eben. Kommt die Lava eventuell nicht hier hoch? Gott, ich hab's geschafft. Puh. Eieiei. Boah, das war... Das hat Spaß gemacht, aber es war auch mitunter stressig. Also zumindest diese Phase, wo man da hochläuft. Ich fand's interessant. Also ich fand beide... Ich unterteile dein Level jetzt mal. Ich fand beide Sachen gut. Die erste Sache, wo man da die Koopas schießen musste. Und ich fand die zweite auch cool, auch wenn es sehr spannend war. Ich fand aber irgendwie, dass das nicht so ganz zusammenpasst. Aber trotzdem, ich fand beides gut, als sich allein gestellt. Also nicht falsch verstehen. Ich fand das nicht schlecht. Ich fand nur irgendwie, das hat so vom Leveltypen irgendwie nicht zusammengepasst. Auf ich auf einmal, oder als ich da auf einmal anfangen musste zu laufen, war ich voll überfordert, weil ich noch so in diesem anderen Wurfmodus quasi war. Ja, aber wie gesagt, Kritik auf sehr hohem Niveau. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen lieben Dank und jetzt hoffe ich, dass es etwas Entspannteres gibt.